Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Hi, willkommen bei Detroit. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Erlebnis bisher. Ja, willkommen Sturmtruppler. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play bisher. Ich find's einfach fantastisch, dass man hier so viele Möglichkeiten hat. Ich weiß, ich erzähle hier immer wieder dasselbe, aber es ist halt einfach so. Ich meine, selbst wenn ihr euch jetzt noch entscheiden würdet, ihr möchtet's auch haben, dann kauft es euch. Denn dann entscheidet euch einfach anders wie ich. Ihr könnt Sachen gleich machen, andere Sachen anders und ihr werdet ein komplett anderes Spielerlebnis haben, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel, ihr hättet euch entscheiden können, nicht erst Hank zu retten, sondern den anderen zu verfolgen. Es ist nett gesagt, dass bei dieser Entscheidung dann Hank gestorben wäre. Das ist offen. Ihr hättet auch Hank retten können und den anderen fangen können. Oder ihr hättet öfter den schnellen, riskanten Weg genommen bei der Verfolgungsjagd. Es geht weiter mit Marcus. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Der hier. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho. Direktblende. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. Verwirrt, aha. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Ah, ein bisschen seltsam. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Sie hat man oft gesehen, ich glaube. Sie wird noch was bedeuten. Okay. Wir machen mal ein bisschen Feuer, damit man hier was sieht. Wer auch immer da singt, das ist sehr schön. Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Oh, der ist auch stark beschädigt. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Ist sie jetzt? Gestorben.
Oh nein. Haben wir hier auch so eine kleine Hilfe. Können wir uns mal ein bisschen umgucken. Einzelne Arme. Kriegen wir jetzt hier nur Menschen und Androiden angezeigt? Menschenkind oder Androidenkind? Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Also wir brauchen Sachen zum Überleben. Einmal nochmal was entfachen, das hinten nochmal was erkunden. So, Feuer entfachen. Hier sind auch wieder RA9. Das kann jetzt bestimmt wieder keiner sagen, was RA9 ist. Kiste bereits geleert, okay. Was ist das? Das ist eine Kiste von Cyberlife, okay. Cyberlife Lager und Docks West, Torrance Avenue, Detroit, Michigan. So viel habe ich doch jetzt noch gar nicht gemacht. Wie kann ich denn jetzt schon wieder fertig sein hierher? Mensch. Kann man mit ihr reden? Ja. So viele Leute, so viele neue Charaktere. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht wohin. Sie ist seltsam. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Irgendwie mag ich sie. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Ja, das ist traurig. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Es ist nicht so einfach. Okay. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Nee, ich glaube nicht. Unser kleiner Markus ist ein Rebell. Was haben wir noch? Da hinten ist noch ein Android und dann machen wir jetzt wahrscheinlich oben weiter, oder? Wir werden sehen. Das ist jetzt unser letzter Ansprechpunkt erstmal. In deinem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Oh je. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten nur ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten.
an einem Auto festgebunden und nachgezogen. Das ist schon heftig. Wir suchen Lucy. Ich glaube, hier sind wir richtig. Bist du Lucy? Wow, die Augen. Setz dich. Sie ist... Wow. Zeig mal. Was soll ich denn zeigen? Ich stoppe die Blutung. Wann hat er sich hier verletzt? Oder war das noch vom Schrottplatz und ich hab's einfach nicht mitgekriegt? Trink das. Blaues Blut. Na, dann trinken wir mal. Gib mir deine Hand. Ist hier so eine Art Orakel oder Anführerin? Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Er entscheidet über das Überleben der Androiden. Der freien Androiden. Okay, ich will was tun. Ich hoffe aber, wir haben jetzt nichts übersehen. Aber hier ist nicht wirklich viel. Okay. Normal gibt es ja hier immer noch was zu lesen. Aber was wollen die Androiden hier schon zu lesen haben? Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehen. Okay. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Oh, cool. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Was ist unser Team? Oh mein Gott, das entscheidet sich ja auch, wer überlebt und wer stirbt. Denn, so wie ich das sehe, wenn wir jetzt mal gucken, die Jericho. Das ist wahrscheinlich das gesamte Schiff. Und dann halt die drei Charaktere da drin. North, Josh und Simon. Aber wenn wir unsere Meinung bei einem von denen verbessern, verbessern wir auch die Meinung von Jericho. Beziehungsweise wenn wir was Gutes für die tun, wie wenn wir die Ersatzteile finden. Alle Ersatzteile gefunden, bedeutet Jericho steigt. Manche Entscheidungen getroffen, entscheidet, dass bei den Einzelnen die Entscheidung, die Stimmung heben.
Wobei jetzt aber auch passieren kann, dass wenn wir irgendwas tun, was Josh nicht gefällt, aber Jericho hilft, dass die anderen beiden hochgehen und Jericho hochgeht, aber Josh runter. Sehr interessant. Aber ich denke mal, das war jetzt hier eine etwas kürzere Folge heute, Leute. Aber es ist Freitag. Es kommt noch eine. Wir sehen uns. Ciao, ciao.